In der heutigen News-Folge geht es um: Findet der US-Grand Prix auch ohne Zuschauer statt? 100% nachhaltiger Sprit bis 2023? Kommt der Ungarn-Grand Prix nach Österreich? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Der US-Grand Prix soll laut dem provisorischen Kalender im Oktober stattfinden, doch Austins Gesundheitsbeauftragter Mark Ascott hält den US-Grand Prix für unwahrscheinlich, denn die aktuelle Entwicklung des Landes lässt eine Austragung nicht zu. Gegenüber dem Austin Statesman betonte er, dass Großveranstaltungen erst gegen Ende der Krise wieder erlaubt sein würden. Sie arbeiten an einem Plan, der ihnen ungefähr die Lage voraussagen soll. Zitat von ihm: Aber wenn wir bis Ende Dezember schauen, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen dafür, dass wir in der Lage wären, das Risiko so weit zu mindern, dass große Veranstaltungen, insbesondere solche mit über 2500 Personen, stattfinden könnten. Die USA hat derzeit mehr als 1,5 Millionen Corona-Erkrankte und ein Geisterrennen wäre wohl denkbar. Wer für die Kosten aufkommen soll, ist noch zu klären. Nur Austin wird wohl nicht bereit sein, dafür zu zahlen. Bei Europarennen wird die übliche Grand Prix-Gebühr vollständig bzw. teilweise weggelassen. Doch bei Rennen in Übersee ist das Ganze wegen den hohen Reise- und Transportkosten anders. Die Gebühren kommen zum Teil vom Staat Texas. Die MotoGP sollte letzten Monat dort fahren. Das Rennen wurde aber auf November verschoben. Seit einem Jahr forscht die FIA an CO2-neutralem Kraftstoff und dieser soll ab 2023 eingeführt werden. FIA-Motorenchef Gilles Simon leitet das Forschungsprojekt. Dabei wird bei dem nachhaltigen Kraftstoff in zwei Quellen unterschieden. Die eine ist der biologische Abfall, der andere der synthetische Kraftstoff, die durch eine Reihe von chemischen Verfahren aus Wasserstoff und Kohlendioxid im Labor gewonnen werden. Deren Ziel sei es, ein Kraftstoffunternehmen für ihren Plan zu gewinnen und mit ihnen einen individuellen Weg zu bestreiten. Eine Voraussetzung ist nur, dass die Technologie nachhaltig bleibt und der Sprit kohlenstoffdioxidfrei wird. Derzeit prüfen sie Vor- und Nachteile. Ursprünglich sollte es ein 20%-Schrittstufenmodell werden, welches aber gekürzt wird. Wenn 2022 die neuen Autos debütieren, wollen sie dem Kraftstoff 20% aus Biomasse beimischen und schon ein Jahr später sollen die Formel-1-Boliden mit 100% nachhaltigem Kraftstoff gefahren werden. Die FIA muss den Motorenherstellern und den Kraftstofflieferanten beweisen, dass es möglich ist. Als Beispiel könnten sie auch mit 100% Alkohol fahren, doch dann wäre der Wirkungsgrad sehr schlecht und die Motorenhersteller müssten neue Aggregate bauen. Dabei spielt auch die Effizienz eine Rolle, die mit den derzeitigen Motoren erreicht wird. Fakt ist, sie brauchen einen Kraftstoff, der dem aktuellen sehr ähnlich ist, der aber nachhaltige Wurzeln hat, welches möglich ist, da sie die Technologie besitzen. Simon und die Techniker kreieren im Labor bereits diverse echte Benzinproben für Testzwecke. Noch 2020 soll er auf dem Prüfstand auf Fahrtauglichkeit getestet werden. Aktuell werden pro Jahr mit allen Rennen, Prüfstandsläufen und Testfahrten ca. 1 Million Liter Sprit durch die Brennkammer der Motoren gejagt. Ein Wert, der sich zwar viel anhört, aber wenig ist. Der Großbritannien-Grand Prix wird 2020 aller Voraussicht nach nicht gefahren, weswegen der Deutschland-Grand Prix wohl als Ersatz einspringen wird. Doch mit Ungarn kommt ein weiterer Grand Prix hinzu, der einspringen könnte. Es ist noch nichts offiziell entschieden, aber auf Twitter kam gestern Abend noch ein Tweet rein, dass die Regierung von Großbritannien ab dem 8. Juni eine 14-tägige Quarantäne für jeden Einreisenden bestätigt. Sieht also schlecht für einen Großbritannien-Grand Prix aus. Kommen wir zu Mikes Meinung. An sich hört sich die Theorie wegen der Umwelt ja gut an, aber ich bin mal gespannt, wie es dann in den nächsten Jahren aussieht. Was die Strecken angeht, wird es wohl noch mehrere geben, die sie als Geisterrennen stattfinden lassen und auf Zuschauer verzichten müssen. Was glaubt ihr? Welches der beiden Strecken wird nach Österreich gefahren? Deutschland oder Ungarn? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Wolfgang Pasler. Er schreibt: Mike, glaubst du, dass wenn angenommen Hockenheim oder zum Beispiel Imola in den aktuellen Rennkalender kommen, Codemasters diese Strecken in Formel 1 2020 übernimmt? Wäre auf jeden Fall mega geil. Das bezweifle ich, weil das Spiel sozusagen fertig ist. Hier und da müssen sie noch ein paar Sachen erledigen und an ein nachträgliches Hereinpatchen anderer Rennstrecken glaube ich nicht wirklich daran. Wir müssen uns mit den 22 Rennstrecken zufrieden geben und sowohl Hockenheim als auch Imola werden wohl nicht dabei sein. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.